NDR 2 präsentiert. Frieser 1 an alle. Hier spricht Oma Rosi. So, was war Thema? Ja, Donald Trump. Dirk und Uli leben in Seattle und hören uns da und fragen, Oma Rosi, wie konnten wir Amerikaner so bescheuert sein? Ja, was soll ich sagen? Eigentor. Aber man hat das ja mal. Diese plötzliche Lust, dem Establishment mal einen Finger zu zeigen. Ja, ich weiß nicht. Ja, Donald Trump ist Punk. Das ist wie vor der Kirche auf der Bank Bierdosen saufen und in den Büsche pinkeln. Und dann gucken, wie die Leute gucken. Aber wir sind ja auch nicht besser. Bei der Wahl zu den größten 100 Deutschen landete Daniel Kübelböck damals auf Platz 16. 5 Plätze wichtiger als Helmut Schmidt. Okay. Und 26 Plätze vor Friedrich dem Großen. So, merkst was? Und die Leute, die für ihn geklickt haben, haben sich fast in die Hosen gemacht beim Lachen über Kerners Fresse, als er das vorlesen musste. Oh mein Gott. Nee, die Macht des kleinen Mannes und die Lust am Blick in die dumme Fresse. Ich wette, wenn das ein Voting gäbe, wer Bundestrainer werden soll, Thomas Tuchel oder Lothar Matthäus, also bitte, allein für die Pressekonferenzen und das beleidigte Gesicht von Olli Bierhoff. Stimmt natürlich. Ich meine allein die Vorstellung, dass Angela Merkel im Sommer auf dem G20 in Hamburg neben Trump auf einer Barkasse Lapskaus oder einen Hafenlümmel essen muss. Leute, ich weiß, Atomkrieg und so weiter, das ist eine ernste Sache, aber irgendwie hat es doch was. Oma, das kannst du doch so nur wirklich nicht sagen. Ja, nee, Omi macht nur Spaß. Er ist jetzt tatsächlich da. Das habe ich damals auch gedacht, als Gildo Horn bei ESC in Birmingham wirklich auf der Bühne stand. Trump.